Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie man mit dem Programm iScream Screen Recorder einfache Screencasts erstellen kann. Nach dem Öffnen zeigt sich dieser Screen hier und man sieht schon, dass das Programm offensichtlich schlecht aus dem Englischen übersetzt wurde, denn hier steht Bildschirmname, was auf Englisch Screen Capture bedeutet und das englische Wort für eine Videobildschirmaufnahme ist. Bevor man mit dieser Aufnahme beginnt, sollte man einmal kurz in die Einstellungen gehen, um verschiedene Dinge zu prüfen. Man kann zum Beispiel auswählen, dass der Cursor hervorgehoben werden soll, dass die Icons auf dem Desktop ausgeblendet werden sollen. Man kann Tastaturkürzel ändern, den Speicherort oder auch das Aufnahmelevel von Audioaufnahmen. Das sollte man möglichst einmal vor einer Aufnahme prüfen, damit es nicht zu laut oder zu leise ist, was man aufnimmt. Anschließend klickt man Speichern und kann nun beginnen. Ich klicke also auf Bildschirmname und werde nun aufgefordert, einen Bereich des Bildschirms auszuwählen. Dieser freihand aufgezogene Bereich ist allerdings nicht so günstig. Ich sollte hier eher ein Format auswählen, was voreingestellt ist, damit die Seitenverhältnisse den Standards entsprechen, die für Videos gelten. Hier ist zum Beispiel 720 das übliche Format, zum Beispiel auf YouTube und in anderen Plattformen, was dann dazu führt, dass das Video ohne schwarze Balken angezeigt wird. Ich klicke nun also auf Aufnehmen, kriege nochmal den Hinweis, dass ich auf 10 Minuten beschränkt bin, ansonsten die Pro-Version kaufen muss. Das klicke ich weg. Nun wird rückwärts gezählt und nach 0 beginnt nun also die Aufnahme. Ich kann hier also nun alles aufzeichnen, was ich mit der Maus und auf dem Bildschirm tue. Und ich habe sogar noch Malwerkzeuge, mit denen ich zum Beispiel auf dem Bildschirm etwas zeichnen kann. Hier oder etwas hervorheben und so weiter. Das kann bei einem Screencast sehr praktisch sein. Ich kann das auch wieder löschen und damit den Bildschirm wieder freikriegen. Hier könnte ich die Aufnahme pausieren oder mit dem Stopp-Knopf eben beenden. Nun bekomme ich hier einen Link, wo die Datei abgelegt wurde und habe damit meinen Screencast erstellt. Viel Erfolg beim Selbstumsetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.